Spaß noch bei den Amateuren gespielt. Jetzt ist er wieder da für insgesamt 4 Spiele, die letzten 3 Meisterschaftsrunden und dazu das Spiel im Pokalfinale. Franz Almer, letztes Meisterschaftsspiel am 1. Dezember 2002. Nach einem Muskelfaserriss musste er 13 Wochen pausieren und dann hat Walter Schachner quasi den jungen Leuten die Chance als Ersatztormann gegeben. Und die Verletzung von Franz hat also von Schranz hat Franz Almer noch einmal in den Blickpunkt gebracht. Mehr Sturmfans im Stadion, weil Sturm Veranstalter ist. Aber es ist ein wirklich gut gefülltes Schwarzenegger Stadion heute hier. Und mitten unter diesen Fans, da in der Mitte, Präsident Rudi Roth, begleitet von Lukas Strohmeier. Er ist ja so etwas wie der Außenminister des GRK. Ja, und die üblichen Fahnen- und Farbenspiele, die es vor einem Stadtderby überall auf der Welt gibt. Ja, die 1 für Sturm, die mag für dieses Match Gültigkeit haben, aber die Nummer 1 in Graz, das ist der GRK. Und die 1, die ist berechtigt für den GRK, unumstritten. Fußball-Top-Mannschaft in Graz, die ganze Saison über. Eine sympathische, eine starke Mannschaft mit einem ganz erfolgreichen Trainer, mit Walter Schachner. Es gibt viele, auch außerhalb von Graz und der Steiermark, die dem GRK diesen Meistertitel wirklich gönnen. Als eine Mannschaft mit Herz, als eine Mannschaft mit viel Spielwitz, als eine Mannschaft, die hart gearbeitet hat und die jetzt knapp vor einem möglichen Erfolg steht. Und sie kann es aus eigener Kraft schaffen. 7 Punkte aus 3 Spielen. Da muss man nicht hinüberschauen, wie die Austria in den letzten beiden Spielen spielt. Bei einer Niederlage allerdings, in einem Spiel, wäre die Austria wieder vorne. Und die Austria hat ein besseres Torverhältnis. Ein Plus von 4 Toren gegenüber dem GRK. Also, die 1, wie gesagt, in Graz für den GRK. Und wir sind gleich wieder da. Anstoß hat Sturm. Die Mannschaft spielt in Schwarz-Weiß von rechts nach links. Der GRK traditionell in den roten Dressen. Wie haben die Trainer heute ihre Teams eingestellt? So wie man Walter Schachner kennt, konsequent wie immer mit seinem 4-4-2-System. Viererkette, starkes Mittelfeld, Basina ein bisschen zurückhängend und vorne Torjäger Roland Kollmann. Auf der anderen Seite Bosna neu in die Mannschaft gekommen. Strafner, Silvestre, Bosna, aber auch Mitrovic, der an der linken Seite, glaube ich, mehr Freiheiten bekommen wird. Dann rechts Dack. In der Mitte, im Mittelfeld, als Spielmacher Filipovic, Korsos, Säumel, vorne Rabiho und Mario Haas. Bosna. Ihn hat wahrscheinlich Petrovic vor allem auch deshalb aufgeboten, nicht nur weil Neukirchen ausgefallen ist, sondern weil er der Längste in der Abwehr ist und bei den gefährlichen Flanken des GRK bei Standardsituationen da vielleicht mit seiner Größe etwas helfen kann. Franz Almer wird es am Anfang nicht leicht haben, denn hinter ihm die Sturmfans, die werden natürlich, wenn immer Almer in Aktion ist, wahrscheinlich ihm nicht gerade applaudieren, aber so ist Fußball. Und der Franz Almer mit seinen 231 Bundesligaspielen und 27 Derbys, der hat viel Erfahrung. Das ist ihm ja nicht zum ersten Mal passiert. Böttcher. Einer, der viele Positionen beim GRK schon gespielt hat, das ist Joachim Standfest heute für Sionko. Ihm wurde gegenüber Ramusch der Vorzug gegeben. Und gleich ein Schuss aus der Distanz von René Aufhauser. Aber der Ball ging am Tor vorbei. Aber er nimmt ihn sofort. Zieht ab und halber Meter am Tor vorbei.
Bosna. Schnell abgespielter Freistoß. Dollinger. Wieder auf Hauser. Bogatetz, gute Flanke. Und Mitrovic. Gepfiffen dann. Der Ball ging einem GAK-Mann an die Hand und damit jetzt Freistoß. Und das Spiel beginnt flott, schnell und man sieht gleich, die Mannschaften wollen da nicht lange sich im Mittelfeld verzetteln, sondern direkt und steil nach vorne spielen. Schiedsrichter Gerald Lehner aus Oberösterreich leitet übrigens zum zweiten Mal ein Derby. Zuletzt schon vor fast 4 Jahren leitete ein Spiel von Sturm gegen GAK. Damals siegte Sturm mit 2:0. Silvestre. Muratovic. Standfest. Und da gibt es die erste Standardsituation für den GAK mit seinen Spezialisten. Bei Flanken oder Eckbällen. Dokic, Aufhauser, ja, und letztlich auch Bogatetz. Das sind heute die Spezialisten. Der Stärkste sitzt ja auf der Bank, Toni Ehmann. War es nicht doch noch einmal ein Corner? Schiedsrichterassistent zeigte auf Abstoß. Gestoppt von Sick. Und der GAK auf die rechte Seite für Standfest. Mitrovic, jahrelang gemeinsam mit seinen heutigen Gegenspielern in einem Team, hat 20 Derbys im Dress des GAK gegen Sturm bestritten. Mittlerweile erst sein 4. für Sturm, aber ist auch seine 1. Saison erst in Schwarz-Weiß. Einwurf rot. Nächste weite lange Flanke, stand fest, dann Silvestre, der Älteste im Spiel, aber vor allem in der Abwehr für Sturm unverzichtbar. Ein bisschen Glück gehabt, dass er nach seiner Aktion im letzten Meisterschaftsspiel nicht gesperrt wurde. Er war nicht alle damit einverstanden, dass er leer ausgegangen ist, aber man wird froh gewesen sein, dass da nichts passiert ist. Das ist der Tormann-Trainer, der Alma sozusagen wieder auf Vordermann gebracht hat. Zajicek. Hat mit ihm ein spezielles Training in den letzten Tagen gemacht. Viel Zeit war ja nicht, aber die Erfahrung bei Franz Alma ist groß genug. Bogatetz. Strafner ließ ihn hier jetzt auflaufen und es gibt Freistoß. Gerald Strafner, auch er einige Zeit, aber schon lange her, im Dress des GAK. War in der Saison 1996 bis 98. Dollinger. Und Dokic wieder mal mit vorne. Mario Dokic. Ball lang gespielt. Mandl war sich nicht ganz im Klaren, geht er raus oder nicht. Blieb aber dann auf der Linie, wartete und Dokic kam nicht richtig an den Ball.
Vasina. Mitrovic. Böttcher. Der GAK erwartungsgemäß die Mannschaft, die das Spiel macht, die das Spiel bestimmt, die den Druck macht in diesen ersten gespielten knapp 8 Minuten. 0:0 hier im Schwarzenegger Stadion, das wie gesagt heute so gut wie schon lange nicht gefüllt ist. Also die erwarteten 12.000 Zuseher sind heute sicherlich im Stadion. Aber wenn nicht heute, wann dann? Haas auf weiter Flur, vorne gegen die ganze Viererkette des GAK, wird keine leichte Sache. Dack. Und Einwurf für Stöber. Und dann der erste Schuss von Dack. In der 8. Minute auf das Tor von Franz Almer, der ja Bälle braucht, um sozusagen warm zu werden. Gegen die Austria also war, wie ich Ihnen schon gesagt habe, sein erstes Spiel. Sein letztes Spiel im Dress, damals am 1. Dezember 2002. Spiel Nummer 57 heute als GAK-Trainer. Sick. Muratovic. Er passt immer besser in das Gefüge des GAK. War ein ganz kluger Transfer, der da im Winter gemacht wurde von Franz Wenninger. Und Mitrovic, dafür sieht er gelb. Dafür sieht Mitrovic gelb. Fuß oben, weit hinauf, gegen den allerdings wesentlich kleineren Joachim Standfest. Hat aber nicht Not gehabt. Wie viele werden es heute? Je nach Spielverlauf. Gelb führt Mitrovic. Relativ früh diese erste gelbe Karte in der 10. Minute. Ah, vorläufig einmal noch ernste Miene beim Präsident, beim Rudi Roth. Aber das ist natürlich klar. Die Anspannung ist allen anzumerken. 0:0. Freistoß GAK. Matthias Dollinger. Das ist Ekren Dack. Haas gegen Mario Basina. Es wird relativ ruppig möglicherweise heute zugehen. Also die mögen sich auch nicht gerade. Haas darf keine gelbe Karte bekommen, will er im möglicherweise vorentscheidenden Abstiegsspiel, wenn man es heute nicht schafft, nächste Woche in Kärnten dabei sein. Denn er ist gefährdet, das nächste Mal wegen einer Gelbsperre zuzuschauen. Das gilt übrigens auch für Muciri, der momentan nicht spielt. Und beim GAK Muratovic, Kollmann und Joachim Standfest, die gefährdet sind, gegen Basching zuschauen zu müssen im Falle von Gelb heute. Auch, aber Toni Ehmann ist nur eiserne Reserve auf der Bank. Rabiu, Mitrovic, Borjos. Und
Posteinwurf für Sturm. Rabiot. Sick. Und endlich die Miene des Sturmpräsidenten in Begleitung seiner Gattin Claudia. Wie gewohnt, auch er momentan angespannt. Und Corner. Er ist mehr als ein Talent, dieser Bursche. Amedou Rabiot, 19-jährig. Basina. Rosner. Ein schnelles Spiel, nach wie vor. Direkt Spiel auf beiden Seiten. Standfest. Silvestre. Um den 37-jährigen Franzosen wird man bei Sturm noch kämpfen. Er will weg, er will zurück in die Heimat, aber Sturm will ihn halten als Abwehrstrategen, auch mit 38 noch eine Saison. Dack. Ach, da fehlt natürlich ein bisschen das Augenmaß und die Berechnung bei Flanken für einen Tormann, der so lange nicht gespielt hat. Hat er Glück gehabt, der Franz Almer, dass da keiner davon profitiert hat. Korschosch. Dack. Wieder Korschosch. Stürmerfoul. Die Entscheidung von Schiedsrichter Lehner. So, Franz Almer, ja, da greift er klar daneben. Flanke schlecht berechnet, aber wie gesagt, das muss man ihm zubilligen. So lange nicht gespielt und passiert ist auch nichts. Aber das war klar, dass es die eine oder andere kritische Situation geben kann. Darüber ist sich auch Walter Schachner voll und ganz bewusst. Jetzt der GAK. Aufhauser, Muratovic. Korschosch. Lang, weit in Richtung Rabiot, aber da ist schon wieder Tokic. Der ja mit den Kroaten, mit der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft dabei sein wird. Und Manager Wenninger sagt, wenn Tokic eine gute Europameisterschaft spielt, dann ist es möglich, dass er natürlich auch ein lukratives Angebot von einem europäischen Großclub bekommen könnte. Muratovic. Gut. Richtig gemacht, dass er sofort geschossen hat. Kein Abseit, deutlich zu sehen, aber Strafner noch weit zurück und dann zieht er ab, aber ich meine, er fährt unter den Ball und, wie sagt man so schön in der Fußballersprache, produziert eine Kerze. Flottes Spiel in diesen ersten 16 Minuten. 0:0, Sturm gegen GAK. Aufhauser. Und genau so verläuft das Spiel, nämlich ausgeglichen. 50-50 im Moment. Ballbesitz. Böttcher. Filipovic, stärker geworden zuletzt. War als Spielmacher geholt worden. Rabiot. Gegen drei Mann.
kommt da natürlich nicht durch. Wieder Silvestre. Bosner. Mitrovic. Sick. Ah, war schon eine Behinderung gegen Korsosch, aber Lehner gibt Vorteil. Also lässt weiterspielen, gibt nicht Vorteil, sondern lässt weiterspielen, aber jetzt gleicht das aus. Ausgleichende Gerechtigkeit, auch hier war es nicht ganz sauber jetzt beim Einstieg von Gerry Strafner. Das Spiel in dieser Saison für den oberösterreichischen Schiedsrichter. Eine der vier gelb-roten Karten, die er heuer gezeigt hat, ist ein Sturmspieler, und zwar Dack am 7. Dezember des letzten Jahres. Das war zu früh abgespielt. Lehner muss aufpassen. Ganz kleine Reibereien, die sich abzeichnen. Zunächst einmal klares Foul von Dollinger. Überhaupt gar keine Frage. Pfeift erst beim zweiten Mal, beim zweiten Foul. Das ist immer so eine Gratwanderung für einen Schiedsrichter. Das Spiel möglichst nicht so oft zu unterbrechen, um es laufen zu lassen, aber... Wenn es faul ist, dann hat er einfach zu pfeifen, sonst provoziert man die Zuseher und letztlich auch die betroffene Mannschaft. Deutscher. Mitrovic. Säumel. Bosner. Der Ball ist noch nicht über der Linie gewesen. Mitrovic. Haken vorbei am Böttcher. Säumel. War zu steil. Aber die ersten 20 Minuten... Mit zwar kaum Torchancen, aber einem flotten, temporeichen Spiel ausgeglichen. Es geht hin und her und ich kann mich da nur wiederholen. Es wird nicht lange im Mittelfeld gezögert, es wird schnell und direkt gespielt. Strafner, Filipovic, Haas, Filipovic, Korsosch. Säumel. Alma. Und in beiden Sektoren ist die Stimmung ausgezeichnet. Silvestre, standfest. Wieder standfest, Bosner. Säumel, Filipovic. Es war direkt am Fuß. Direkt auf den Fuß. Dabei hat sich Aufhauser selber auch wehgetan. Auf alle Fälle gelbe Karte für eine Aufhauser.
Schauen wir mal genau hin. Ja. Hat dann in der Wiederholung etwas weniger wild ausgesehen. Zeitlupenwiederholungen sind, kann man oft sagen, dann in aller Ruhe anzuschauen. Und da schaut manches ganz anders aus. Ganz interessant, dass eigentlich Aufhauser jetzt da heraushumpelt. Hat sich da möglicherweise beim Einhackel selber ein wenig den Fuß verdreht. So, beide draußen an der Linie. Filipovic und Aufhauser, aber man kann davon ausgehen, dass beide wieder zurück ins Spiel kommen. Filipovic ist drinnen und bei René Aufhauser wird noch vom Medizinmann, also vom Masseur, etwas gearbeitet. Aber auch er kommt wohl wieder. Ein Mann, den der GAK einfach in diesen wichtigen Spielen braucht. Silvestre erwischt in der Abwehr wirklich fast jeden Ball. In den 5 Wochen, in denen er gefehlt hat, gab es 5 Niederlagen für Sturm. Allein das zeigt, wie wertvoll dieser Spieler für die Mannschaft von Sturm ist. GAK derzeit nur mit 10, denn René Aufhauser wird nach wie vor etwa an der Mittellinie verarztet. Jetzt eine unfreiwillige Vorlage für Basila und er schießt drüber. Silvestre den Ball nicht richtig erwischt. Kollmann war's, der aus dieser Vorlage beinahe profitiert hat. Da ist er ein bisschen zu klein, erwischt den Ball schlecht. Gut in Richtung Kollmann, der zieht ab. Strafner hat ihn vielleicht beim Schuss noch ein wenig irritiert mit seiner Attacke und Kollmann Schuss drüber. Bio. Mittlerweile auch René Aufhauser wieder im Spiel. Filipovic. Silvestre. Gute Kopfballvorlage von Mario Haas. Borjosch. Dack. Mitrovic, Silvestre, Bosna. Strafner, Rabiu, zur Mitte. Ja, das wäre fast eine riesige Chance geworden, aber glänzend gemacht von der Abwehr. Man hat Korsosch, der frei an den Ball gekommen wäre, noch richtig attackiert. Hier zunächst Haas zur Mitte gespielt und dann ganz geschickt gemacht, gerade noch Korsosch gestört. Also tolle Szenen in dieser ersten Spielhälfte. Gutes Spiel und man hat schon recht gehabt beim GAK, als man gesagt hat, dieses Spiel ist sicherlich der schwerste Kopfball. Riesenchance jetzt, die kommt nicht wieder. Mario Haas, der Kapitän. So frei an den Ball zu kommen, das wird ihm nicht allzu oft passieren in dem Spiel. Nach einem stärkeren Beginn des GAK jetzt die beste Phase von Sturm, knapp vor Ende der ersten Spielhälfte. Rabiu. Böttcher. Standfest. Einwurf. Weiter zurück. Ein paar Zentimeter
Finger zurück. Mitrovic. Aber das Vorchecking hat sich bisher absolut bewährt. Auf beiden Seiten wird konsequentes Vorchecking betrieben. Mitrovic und Muratovic waren da kurz aneinander geraten. Und Mitrovic hat ja schon gelb. Ebenso wie Aufhauser. Gestoßen von Strafner, Freistoß für den GRK. Direkt auf Mandl. War nicht allzu schwer für Teamtormann Thomas Mandl. Die Damen in Schwarz-Weiß. Filipovic. Und die erste halbe Stunde in diesem Spiel ist bald vorbei. Immer noch 0:0. Muratovic, Aufhauser, und abgelenkt, Schuss von Basina. Hier der Pass von Aufhauser, Basina. Hat er tatsächlich einen Sturmspieler gestreift, wenn dann ganz knapp. So, Corner durch Matthias Dollinger. Noch ein Busserl für den Ball, dass er noch richtig trifft. Dollinger. Filipovic, Haas, schneller Konter möglich, 3 gegen 3. Rabiu, Filipovic ausgerutscht, da war kein Gegner dabei. Aufhauser, Muratovic. Basina. Dokic. Böttcher. Haas. Weit zurückhängend jetzt. Silvestre. Filipovic. Jetzt wird einmal breit gespielt, denn es wird ganz genau gedeckt beim GRK. Wenig Spielraum für die Spitzen von Sturm. Basina, aber umgekehrt auch. Kollmann hat schwer gegen den langen Bosner. Haas. Noch immer Haas. Bosner. Man wollte es Filipovic besonders schön machen, aber
Man kommt nicht frei so leicht an den Ball. Einwurf Dack. Rabiot, Dack. Aber wie erwartet, man merkt die 8 Tabellenplätze zwischen Sturm und GAK überhaupt nicht. Völlig ausgeglichen. Und gibt es da die nächste gelbe Karte? Oder nur Ermahnung? Dollinger. Ja, normalerweise gelb. Denn er hat deutlich nur den Fuß gespielt von Filipovic. Eindeutig. Freistoß für Sturm. Ja, Flanken waren schon nie die Spezialität des Franz Arnold. Auch früher nicht. Ein Mann, der unheimlich reaktionsstark auf der Linie war. Strafler drüber. Völlig klar ausgeglichen, völlig offen und daher auch das Unentschieden dem Spielverlauf entsprechend. 0:0 nach etwas mehr als einer halben Stunde in einem wirklich flotten, schnellen Spiel. Dollinger. Mitrovic. Muratovic. Häufig am Ball, macht viel auf der rechten Seite. Samir Muratovic. Und übrigens aus Russland, dort hat er zuletzt gespielt, hierher nach Graz zum GAK gekommen ist. Opsionko, der heute wegen Verletzung fehlt, übrigens beim GAK bleibt, entscheidet sich erst nach der Saison. Er kann gehen, das hat er im Vertrag, wenn er einen Club bringt. Aber Sportmanager Wenning hat das ganz geschickt gemacht. Der GAK würde auch Geld bekommen. Flanke von Dach. Sektor geschaut hat, da waren nicht alle GAK-Funktionäre und GAK-Vips im Fansektor. Man sah auch einige auf der Tribüne und über 13.000 Zuseher. 13.406 Zuseher, der beste Besuch seit 28. November 2002, damals UEFA Cup-Spiel, Sturm gegen Lazio Rom, hier im Schwarzenegger Stadion. Und bisher haben die Zuseher das Kommen wirklich nicht zu bereuen, auch wenn keine Tore bisher gefallen sind. Aufhauser. Muratovic. Einwurf für Rot. Standfest. Muratovic. Ball sprang vom Boden an die Hand. Hand ging da nicht zum Ball. Daher war hier die Entscheidung absolut richtig. Säumel sucht Haas. Aber da stehen Sick und Dokic. Aufhauser. Dokic. Gut gestoppt von Korzosch. Sick macht es aber ebenso gut gegen Haas und dann Foul von Rabiot, Freistoß für den GAK.
kompromissloses Spiel auf beiden Seiten. Viel Aufarbeit, viel Einsatz. Noch 8 Minuten in Spielhälfte 1. Haas. Sick. Mittlerweile Sturm etwas mehr im Ballbesitz. Die AK gehörten ja die ersten 15 Minuten, die zweiten Sturm. Und jetzt sozusagen in der dritten Viertelstunde der ersten Spielhälfte Sturm leicht voran in dieser prozentuellen Rechnung. Beste Torchance bisher, die hatte eigentlich Mario Haas, als er völlig frei zum Kopfball kam, aber daraus nichts machen konnte. In der 26. Minute. So, jetzt alle wieder mit Ausnahme von Alma in der Hälfte von Sturm. Böttcher. Mitrovic. Rabiot, Filipovic. Schöner Pass von Filipovic für Haas. Er hat nur noch Sieg vor sich und es gibt Freistoß. Haas versucht vorbeizugehen. Sieg stellt sich ihn in den Weg, denn man weiß, der Mario, wenn er mal antritt, dann ist er nur schwer zu halten. Freistoß 20 Meter Entfernung bis zum Tor von Franz Alma. Und da gibt es zwei, die jetzt gerne schießen möchten. Silvestre, ein Spezialist für Freistöße, aber auch Filipovic. Ja, und noch ein paar Tipps für Alma, aber ich glaube, sowas macht den Tormann eher noch nervös mitten im Spiel. Der Franz Alma, der weiß, glaube ich, schon, was er jetzt zu tun hat. Vier Mann in der Mauer. Und der Ball geht drüber. Nach Punkten Sturm ganz leicht vorne in dieser ersten Spielhälfte. Aber entscheidend ist der Spielstand und da ist 0:0. Noch 5 Minuten in Spielhälfte 1. Muratovic. Bisher werden die taktischen Anweisungen der Trainer auch wirklich perfekt erfüllt. Vorteil. Tokic. Aufhauser. Bogadets, da kommt nächste Woche ein Angebot von Leverkusen, die Bogadets gerne zurückhaben möchten, aber ein Jahr ist er noch beim GRK unter Vertrag. Wenn Leverkusen nicht will, dann wird man für Bogadets etwas bezahlen müssen. Und Muratovic drüber. Ja, Torchancen, Torschüsse zusammen, ziemlich ausgeglichen auf beiden Seiten. Hält sich die Waage. Je ein wirklicher Torschuss. 5 Torchancen. Auf der einen, 4 auf der anderen Seite. Nein.
Petrovic. Der Ball erwischt er noch. Er ist heute richtig aufgezogen und voll motiviert. Aber er muss aufpassen, hat schon gelb. War jetzt nicht ganz sauber gegen Gregor Böttcher. Den Ball erspitzelt er sich noch, dann ist er zwar blitzschnell auf, aber kommt da nicht an den Ball. 198 Bundesligaspiele, die meisten davon im Dress des GAK bestritten. Und 12 Tore bisher. Sick. So, jetzt einmal Freistoß wieder für den GAK. Sick. Der Torjäger vom Dienst in den Cup-Runden beim GAK. Hat in den letzten drei Runden immer getroffen. GAK ja im Finale gegen die Austria. Nach der Meisterschaft. In Salzburg das Endspiel heuer. Und das bedeutet, dass beide, sowohl der GAK als auch die Austria, die Chance aufs Double haben. Denn noch ist weder das eine noch das andere eben entschieden. Ja, wer ihn heute nicht erkannt hat, weil er schon lange nicht geschaut hat, es ist Georgi Kosoc. Er hatte jahrelang die längsten Haare im Team von Sturm. Aber jetzt eine ganz windschlüpfrige kurze Frisur beim Ungarn. Dollinger. Abstoß. Da sprintet er einen Tag vorbei, aber ins Torout. Schlussminute der ersten Hälfte läuft bereits. Immer noch skeptisch, was den Spielverlauf und den Ausgang betrifft. Zu Recht auch, gilt für beide Seiten, da ist noch alles möglich. Zu klein der Joachim Standfest an der rechten Seite für diese Flanke. Noch eine Möglichkeit für den GAK Böttcher, aber und schauen Sie, wo der Mario Haas jetzt in der Schlussphase des Spieles ist. Im eigenen Strafraum. Zwei Minuten werden noch nachgespielt in der ersten Hälfte. Bosner, selten herausgegangen. Säumel. Aber direkt zum GAK. Gelb Silvestre. Solche gelbe Karten schimpfen da die Trainer am meisten, weil sie aus Sicht der Trainer unnötig sind, wenn man in der gegnerischen Hälfte von hinten hineinrutscht. Und das ist gelb, da ist die Entscheidung von Schiedsrichter Lehner absolut richtig. Noch ein paar Sekunden in Spielhälfte 1. Ein Tor zwar gefallen, aber rassiges Spiel hier von beiden Mannschaften, gut geführt, spannend, temporeich. So darf es weitergehen. Wenn
wenn der GAK insgesamt auch um zwei Nummern in dieser Saison besser war als Sturm. In Davis tut man sich halt immer wieder schwer, so auch heute. Spielstand nach den ersten 45 Minuten. Stadion, liebe Zuschauer, ein wenig drohende Regenwolken über dem Himmel. Am Nachmittag war es ja wunderschön warm hier, aber es wird schon aushalten, jetzt auch noch in den zweiten 45 Minuten. Beide Mannschaften ohne Umstellung, beginnen also in ihrer Anfangsformation auch die zweite Hälfte. Der GAK jetzt von rechts nach links. Und Schiedsrichter Gerald Lehner bekam auch vom Schiedsrichter Boss Gerhard Kappel sozusagen ein Lob ausgesprochen. Sah in ihm eine gute Spielleistung und ich glaube, er hat auch in den Entscheidungen, die er zu treffen hatte, richtig gehandelt. Und hat das Spiel vor allem laufen lassen. Da gibt es dann die eine oder andere Situation, über die man diskutieren kann, aber insgesamt eine sehr gute Leistung. So, 45 Minuten noch. Noch einmal die Ausgangsposition. Wenn Sturm gewinnt, ist Sturm alle Abstiegssorgen deshalb los. Denn Klagenfurt kann nur noch gleichziehen. Maximal, und Sturm hat ein um 14 Tore besseres Torverhältnis als Kärnten. Wenn der GAK gewinnt, dann fehlen dem GAK nur noch 4 Punkte aus den 2 verbleibenden Spielen zum Meistertitel. Bei einem Unentschieden bleibt quasi alles offen. So, Corner. Stand fest. Aber Lehner stand genau dort, hat exakt zugeschaut, da war kein Foul dabei. Haas. Für Filipovic. Das war der letzte Mann. Das muss rot sein. Das wird rot sein. Normalerweise rot. Jawohl, muss er gehen. Er war der letzte Mann. Die Entscheidung ist zu vertreten. Er war der letzte Mann. Filipovic umgerissen auf dem Weg zum Tor. Er muss gehen, Muratovic. Erwischt den Ball da nicht. Und Achtung jetzt. Eindeutig, sonst wäre Filipovic aufs Tor Richtung Alma gezogen. Fehler von Muratovic. Und dann die Notbremse im klassischen Sinn. Rote Karte für Samir Muratovic. Damit der GAK zu 10. Knalleffekt, wenn man so will, gleich am Beginn dieser zweiten Spielhälfte. Aber schon einmal spielte der GAK nach einer gelb-roten Karte gegen Muratovic zu 10, und zwar gegen Bregenz in dieser Saison. Und hat das Spiel damals mit 1:0 gewonnen. So, Freistoß für Sturm. Was bedeutet das jetzt dann in der Folge? Walter Schachner wird wohl auch wechseln. Aber zunächst einmal der Freistoß. Abgelenkter Ball. Dokic. Und Freistoß für den GAK. Foul von Rabiu. Oh, Walter Schachner, jetzt ist eine kluge Entscheidung auf alle Fälle wichtig. Basina wird etwas weiter zurückhängen müssen. Und man wird sich jetzt voll und ganz auf Kollmann vorne verlassen. Gut gemacht.
ein paar taktische Anweisungen jetzt von Walter Schachner. Nach dem Ausschluss von Muratovic, kleine taktische Umstellungen sind jetzt einfach notwendig. Aufhauser geht nach rechts, in die Position von Muratovic und Pasina hängt etwas zurück. Damit kommt genau das heraus, was ich Ihnen vorher gesagt habe, nur noch eine Spitze, Roland Kollmann. Filipovic. Strafner. Dack. Spielanlage des GAK wird natürlich durch diese numerische Schwächung jetzt etwas defensiver werden. Filipovic. Mit einem 4-4-1 für den Rest des Spieles. Dollinger. Standfest jagt Bosna den Ball in die Tribüne. An der Strafraumgrenze, der Sturmspieler steht außerhalb, daher kann es kein Elfmeter sein. Aber gelb für ihn, für Bosna. Und gute Freistoßmöglichkeit. Gute Freistoßmöglichkeit jetzt für den GAK. Foul von Bosna. So, gelb Nummer 3 gegen Sturm. Er war draußen. Aber tolle Möglichkeit jetzt. Vier, fünf Mann in der Mauer. Wird noch um Zentimeter gefeilscht. Guter Heber und Tor! 1:0 für den GAK. Roland Kollmann, Tor Nummer 25. Zu 10 geht der GAK durch Roland Kollmann in Führung. Perfekt gemacht, wie ein Billardstoß. Keine Reaktion von Mandl. Und der GAK führt. Und da kommt die 1 zu Recht wieder heraus. Schauen Sie, ein Schritt nur zum Ball und Mandl kann nur zuschauen. Genauer kann man nicht treffen. Keine Schuld des Tormannes, nein, sondern einfach ein Meisterschuss von Roland Kollmann. Sein 25. Treffer. Und insgesamt sein 35. in der Bundesliga, 25. in der Saison. So, jetzt läuft Sturm sozusagen mit Sicherheit gegen eine noch mehr massierte GAK-Innenverteidigung. Und das kann der GAK perfekt, knappen Vorsprung zu verteidigen. Das hat man sehr oft in Heimspielen in dieser Saison schon perfekt bewiesen. Korsosch, Strafner,
Duck. Strafner. Bosner. Silvestre. Sick. Filipovic. Bogadets. Jetzt hat er Platz. Dollinger. Schöner Haken. Bogadets im Strafraum. Filipovic. Schlechtes Abspiel. Aufhauser. Und dieser Treffer zu zehnt, der hat dem GAK richtig beflügelt. Dollinger. Abseitsstelle. Kann man nicht oft genug sehen. Wunderbar gemacht. Keine Reaktion, weil keine Chance. Der Ball kommt haarscharf, passt genau. Roland Kollmann. Das 1:0 aus dem Freistoß. Säumel. Edi Bosna. Strafner.
Stromausfall und was dann? Ja, herzlich willkommen, ein bisschen früh für Sport am Sonntag. Ich muss mich leider jetzt schon aus dem Sport am Sonntag Studio melden. Der Grund, Sie sehen, Sie haben keine Bilder aus Graz. Leider totaler Stromausfall im Arnold Schwarzenegger Stadion. Die Kollegen arbeiten dran. Wir wollen natürlich möglichst rasch wieder die Bilder bekommen vom Grazer Derby. Der GRK führt mit 1:0. Ja, und ich hoffe, gleich geht's weiter in Graz. Ja, Bilder sind zumindest wieder da, der Ton noch nicht. Der Monitor ist sehr weit weg. Ich werde mal schauen, ob ich erkennen kann, was sich da im Moment abspielt in Graz. Spielstand noch immer 1:0 für den GRK. Da hinten auf der Videowall ebenfalls. Im Moment ist das Spiel in Graz unterbrochen. Es geht weiter in Kürze mit einem Freistoß an der Mittellinie für den GRK. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie können mich wieder hören. Wir hatten einen totalen Stromausfall hier in Graz. Es steht nach wie vor 1:0 für die Mannschaft des GRK, aber es hat sich in der Zwischenzeit noch etwas ereignet. Nach einem Foul ohne Ball von Rabiu mit dem Ellbogen gegen Bogatetz hat Sturm auch nur noch 10 Mann jetzt zur Verfügung. Auch Rabiu wurde von Schiedsrichter Lehner ausgeschlossen nach Rückfrage mit seinem Schiedsrichterassistenten. Gespielt 62 Minuten hier und es steht 0:1 aus der Sicht von Sturm. Der GRK führt also hier mit 1:0 durch den Treffer von Kollmann. Und es wird jetzt für Sturm eher schwerer werden, zu 10 hier noch etwas aufzuholen. Und es kann kritisch werden in den letzten beiden Runden für Sturm durch den Ausfall auch von Rabiu. Man hat fast das Gefühl, nach diesem Tor haben einige Spieler die Nerven weggeschmissen. War eine völlig unnötige Aktion. Aber eine absolut richtige Entscheidung. Filipovic. Mitrovic. In der Zwischenzeit auch ein Doppeltausch bei Sturm, der ist auch noch nachzutragen. Strafner und Säumel aus dem Spiel, Salmutter und Mucciri im Spiel. Und das, was eine Offensivvariante werden sollte, wurde doch keine, denn Rabiu ist unmittelbar nach diesem Doppeltausch mit Rot vom Feld geschickt worden. Basina. Mit 10 gegen 10 kann der GRK auch wieder etwas offensiver spielen. Merkt man auch, Dollinger immer wieder weit vorne mit dabei. Filipovic. War schon gepfiffen, abgepfiffen wegen eines Fouls. Schuss war unnötig, Foul an Sick. Und gespielt 65 Minuten bald. Also noch 25 Minuten hier zu spielen im Schwarzenegger Stadion. Und für die Stimmung sorgt jetzt der GRK-Sektor. Aber das ist verständlich. Und man merkt jetzt, das was bei Sturm in der ersten Hälfte gut lief, man ist jetzt nervös geworden, verunsichert. Filipovic. Bogatetz. Thank you.
Paradets. Muciri. Am Tor vorbei, der Schuss von Mario Haas. Das ist Klaus Salmutter, der ins Spiel gekommen ist. Und die Vorarbeit hier von David Muciri zu Haas und der verzieht, Ball vorbei. Und ist verständlich, dass sich die GAK-Fans sozusagen schön langsam im Meisterhimmel wähnen. Vielleicht wird es heute schon so etwas wie ein vorgezogenes Meisterstück. Denn wenn man heute gewinnt, dann braucht man nur noch 4 Punkte in den restlichen beiden Spielen. So, auch diese Statistik gibt es nicht oft. Rote Karten ausgeglichen, 1:1. Basina. Ball halten, den Gegner kommen lassen, auf die Lücke in der Abwehr warten. Das ist jetzt die eindeutige taktische Devise. Ein einziger Fehler, eine einzige Flanke, die er nicht erwischt hat, Franz Almer. Oh, nimmt den sicher in die Hand. Lässt sich ein Tormann mit 200, mittlerweile 32 Bundesligaspielen nicht aus der Fassung bringen. Silvestre. Filipovic. 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 Bosna. Mitrovic, standfest und Einwurf für den GAK. Ja, sein Austauschkontingent an Offensivkräften hat er mehr oder weniger nahezu verbraucht. Michael Petrovic. Haas. Schöner Haken von Haas. Noch immer Haas. Aber einmal ist einfach zu viel. Foul von Sick. Und auch gelb. Fünfmal gelb, zweimal rot und 1:0 für die Mannschaft des GAK und gespielt mittlerweile 69 Minuten, also 21 Minuten hier noch zu spielen. Salmutter. Glück haben sie auch keines, die Schwarz-Weißen, denn die Flanke war gut, Almer zögerte und der Kopfball geht knapp vorbei. Er kam für Gerald Strafner.
Wieder Freistoß für den GAK. Etwas gestoßen gegen den Rücken von Basina. Der fällt zwar spektakulärer als nötig, aber der Freistoß geht in Ordnung. Und die Foulbilanz sagt jetzt einiges aus. 21 Foulvergehen von Sturm, 9 vom GAK. Wieder Dollinger und Dack diesmal Sieger. Filipovic, Salmutter. Aufhauser. Silvestre. Mitrovic. Salmutter. Kein Elfer. Wir zeigen sicher in der Zeitlupe noch einmal. Eher Haas, der da den GAK-Spieler umgerannt hat oder weggestoßen hat. Gregor Böckscher. Keine Spur von einem Foul. Alles in Ordnung. Aber die Zeit läuft Sturm davon. GAK macht das jetzt defensiv ganz geschickt. Minimiert sozusagen jetzt die Möglichkeiten von Sturm. Dack. Gegen Bogatetz. Da gibt es kaum ein Vorbeikommen. Salmutter. Oh, und wenn einer den Ball verliert, ist der Nächste da. Muciri. Bosna. Mitrovic. Muciri. Mitrovic. Vielleicht war es abseits, aber die Fahne kam sehr spät hoch. Als sie hochkam, war er nicht mehr. Boban Mitrovic. Salmutter, wieder Dmitrovic. Jetzt einmal Kontermöglichkeit für den GAK. Aufhauser. Schöner Weiterpass, das kann die Entscheidung werden. Basina mit dem Matchball, Tor! Tor 2:0! Und damit hat der GAK, davon kann man ausgehen, heute 3 der 7 notwendigen Punkte für den ersten Meistertitel sicher. Mario Basina, weit aufgerückte Abwehr, kein Abseits, clever gemacht, keine Chance für Mandl. Gratulation dem GAK. Darauf hat man gewartet. Der Sturm jetzt drängt, der Sturm herausgeht, der Sturm Lücken in der Abwehr
aufmacht und die hat man eiskalt ausgenützt. René Aufhauser mit einem klugen Pass. Mario Pasina, schön gemacht. In seinem 95. Spiel sein 18. Tor für den GAK und sein 3. Tor gegen Sturm. Ja, und damit bleiben dem GAK auf dem Weg zum Meistertitel noch 2 Hürden. Pasching nächste Woche im Heimspiel und in der letzten Runde in der Südstadt Admira. Aber eines dieser beiden Spiele kann der GAK unentschieden spielen und wird dennoch Meister. Bleibt auf alle Fälle 3 Punkte heute vor der Austria, denn 14 Minuten nur noch zu spielen und ich glaube nicht mehr, dass sich da der GAK noch einmal jetzt in Schwierigkeiten bringen lässt. Und Sturm muss nächste Woche in die Höhle des Löwen im Abstiegskampf nach Klagenfurt zum FC Kärnten. Das war der Pass von Aufhauser über gut 30 Meter zum freien Mann, zu Mario Pasina, und der verwertet eiskalt. Und nach den heutigen beiden Toren, Minustoren, sind es noch 12, die man gegenüber Kärnten vorne ist. Und wenn Kärnten nächste Woche gewinnt, dann ist man punktegleich. Letzte Runde, Kärnten in Wien bei der Austria, Sturm daheim gegen Bregenz, aber gewinnen muss man trotzdem erst. Haas und Kollmann zuletzt ja gemeinsam im Team, Torschützen beim Sieg gegen Luxemburg, beide eingewechselt worden, haben das 3-4:1 erzielt. Noch 12,5 Minuten hier im Schwarzenegger Stadion. Der GAK führt mit 2:0. Und Michael Gosens wird kommen, der Belgier, der in dieser Saison nicht oft zeigen konnte, ob er die Transfersumme oder das Geld, das er gekostet hat, wirklich wert ist. War zu oft verletzt. Aber die stehen exzellent. Die stehen brillant. Die zwei Viererketten lassen sich wirklich nur ganz selten überspielen. Und starke Partie heute auch wieder von Gernot Zick in Vertretung von Toni Ehmann. Da haben wir ihn im Bild. Da kann der Walter Schaffner wirklich aus dem Vollen schöpfen. Fällt einer der beiden Innenverteidiger aus, ist mit dem Gernot Zick sofort ein ebenbürtiger Ersatzmann da. Und das ist Gosens. Der Schütze des zweiten Treffers, Mario Pasina, geht jetzt. Sieben Tore in dieser Saison. Zum Abschied noch einmal sein Tor, also zu seinem vorzeitigen Abgang unter dem Applaus der GAK-Fans. Es geht noch 10 Minuten hier im Schwarzenegger Stadion. Und schnell wieder über links, über Dollinger. Ja, und wer gedacht hat, nach dem Ausschluss von Muratovic kippt das Spiel, der hat sich getäuscht. Kollmanns wunderschönes Freistoßtor.
und die schwachen Nerven von Rabiu haben das Spiel völlig gekippt. Der GAK in der zweiten Hälfte, die eindeutig bessere Mannschaft, führt verdient. Und Sturm und seine Fans müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Den Gegner leerlaufen und wartet auf die nächste Konterchance. Und die kommt, die war standfest. Hollmann. Rabiu ist aus dem Spiel und das war der Knackpunkt in dem Moment, in dem Petrovic auf totale Offensive schalten wollte. Walter Schachner wird in der Schlussphase noch weiter wechseln, hat ja noch zwei Mann draußen, aber das ist eher taktischer Wechsel, bringt wieder ein bisschen Zeit. Freistoß, diesmal ein Foul von Gernotzik. Aber es klappt überhaupt nicht mehr mit dem Zusammenspiel. Was über 45 Minuten wirklich ein gutes Spiel auch von Sturm war, das ist jetzt nur noch Stückwerk. Und Gosens beinahe mit einer Möglichkeit. Letzter Mann war hier Bosner und der hat das Ärgste noch verhindern können. Martin Hammerhauser wird auch in der Schlussphase kommen. Auch hier verfügt Schachner ja über einen idealen Wechselpartner für Dollinger, einmal der, beide exzellent an der linken Seite. Filipovic. Back. Filipovic. Mitrovic. So bis etwa 20 Meter vor dem Strafraum lässt man jetzt die Sturmspieler kommen. Dann aber zwei wirkliche Viererketten. Auch ein Schilcher da an der Linie für taktische Anweisungen. Ganz selten, dass ein Manager da auch mit nach vorne geht, wird hier jetzt auch zurückbeordert zur Bank. Noch einmal Freistoß, Foul an Tack. Noch 6,5 Minuten. Mittlerweile hat Dollinger auch die gelbe Karte gesehen. Nach gelben und roten Karten ausgeglichen, zusammengezählt 4:4. Aber im Spiel führt der GAK mit 2:0. Salmutter. Aber entschlossen wirft man sich da auch aus großer Entfernung in die Schüsse hinein. Handspiel. Ja, und es gibt nur Freistoß jetzt für den GAK. Da flattern wirklich die Nerven. Gewechselt wird. Standfest wird gehen und Ammerhauser wird kommen. Und an einem Tag wie heute wird auch der Älteste im Team des GAK, Didi Ramusch, der Dauerbrenner, zu seinem 504. Meisterschaftseinsatz kommen. Und zu seinem 51. Einsatz gegen Sturm.
Dollinger, das heißt Ammerhauser, vermutlich in der Position von Dollinger und Didi Ramusch natürlich in seiner gewohnten Position für Standfest. Schöne Geste von Walter Schachner. Auch Ramusch heute an diesem Tag, in diesem Spiel, in diesem so für die Meisterschaft vorentscheidenden Spiel noch ein paar Spielminuten zu geben. 5 Minuten noch hier. Aber man hat wirklich nicht mehr das Gefühl, dass Sturm noch die Kraft und auch den Willen hat, in diesen letzten Minuten hier die drohende Niederlage noch zu vermeiden. Muciri. Mitrovic. Haas. Wirklich geprüft ist Franz Almer bei seinem Comeback eigentlich kaum worden, denn im Grunde die Schüsse gingen daneben oder sie waren ein paar Roller. So gesehen hat Franz Almer bei seinem Comeback wirklich wenig Probleme gehabt. Das wird ihm Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben. Noch einmal Freistoß. Wie lange geht's noch? Etwas mehr als 3 Minuten. Korsosch. Silvestre. Ja, auch Silvestre bleibt da nichts anderes übrig als ein Foul. Aber es war ein normales Foul. Nach Ballverlust gegen Martin Ammerhauser. Noch einmal Freistoß für den GAK. Guter Spielleiter. Auch wenn vielleicht die einen oder anderen mit der einen oder anderen Entscheidung nicht zufrieden waren. Man muss sagen, Gerhard Lehner hat dieses Spiel immer unter Kontrolle gehabt. Und beide roten Karten in Ordnung. Und Mandl, ja, da muss er noch retten. Gegen Bogardetz, der sprintete nach vorne jetzt. Über 30 Meter hat da beim Auge ein Cut. War das der Ellbogenstoß von Rabiu? Dann sind die Spuren relativ deutlich erkennbar. Jetzt haben wir nochmal aus nächster Nähe gesehen. Völlig frei Kollmann. Filipovic, Haas, aber vorne in der Mitte keiner, Haas zieht sich zurück, Rabiu längst draußen in der Kabine nach der roten Karte, keine Spitzen mehr. Ammerhauser. Und Einwurf. Einer der Besten bei Sturm heute, Georgi Korsosch. Und der Einzige, der vielleicht noch immer daran glaubt, scheint Michael Petrovic zu sein. Immer noch vorne an der Linie mit Anweisungen. Nur mehr annehmen! Walter Schachner lässt schon ruhiger angehen. Hat auch recht, seine Mannschaft hat wieder mal ganz clever und kaltschnäuzig gespielt. Bewiesen, warum man in der Meisterschaft an der Spitze steht. Es läuft bereits die 90. Minute. Ammerhauser zu weit für Kollmann. Ja, und die jahrelangen Sprüche der Sturmfans, hier regiert der SK Sturm, die sind zu Recht abgelöst worden durch die Sprechchöre der GAK-Fans.
im österreichischen Fußball und vor allem in Graz, da regiert wirklich der GAK. Da gibt es nichts daran zu rütteln. 3 Minuten sind noch zu spielen. Salmutter. Aber gestoßen von Salmutter. Und dafür kriegt auch er noch gelb. Hatte da gar keine Chance auf den Ball gegen Gregor Böttcher. Ein Urgestein im Dress des GAK, hat immer beim GAK gespielt, sein 218. Meisterschaftsspiel heute. Gregor Böttcher. Bosna. Salmutter, Filipovic. Gewesen von Filipovic, aber kein Grund zum Eingreifen für den Schiedsrichter, denn der GAK kam an den Ball und so beginnt bereits gleich die letzte Minute der Nachspielzeit. Kollmann und Basina, die Torschützen. Mario Haas. Und noch ein Corner, 3-3, hier die Bilanz. Wohl die letzte Chance für Sturm, zumindest noch ein Ehrentor zu erzielen in diesem Derby. Salmutter, aber auch das bleibt ihnen verwehrt. Und jetzt ist das Spiel aus, Gratulation dem GAK. Er gewinnt mit 2:0 gegen Sturm und ist einen wesentlichen Schritt näher dem Meistertitel gekommen. Nur noch 4 Punkte aus 6 möglichen bei 2 Spielen. Und der GAK ist erstmals in der Clubgeschichte österreichischer Fußballmeister. Und bei Buntigammer Sturm, da muss man sich weiterhin mit der Abstiegsgefahr beschäftigen. Denn noch hat man das rettende Ufer nicht erreicht. Noch immer hat der FC Kärnten die Möglichkeit, aus den verbleibenden Spielen jene Punkte zu holen, um an Sturm vorbeizuziehen. Showdown nächste Woche. Da kann Sturm aus eigener Kraft schaffen mit einem Unentschieden in Kärnten oder einem Sieg in Kärnten. Aber da werden auch die Kärntner was dagegen haben. Ein Fazit dieses Spieles, 45 exzellente, schnelle Fußballminuten beider Mannschaften. Nach Seitenwechsel hat eine vermeintliche numerische Schwächung den Gegner eher gestärkt. In der Folge der GAK die bessere Mannschaft, der Sieg geht in Ordnung. Kollmann mit seinem Bilja-Freistoßtor zum 1:0 und Mario Basina mit Tor Nummer 2. Die Matchwinner. Ja, das war's vom letzten Grazer Stadtderby in dieser Spielsaison. Stadtderby-Bilanz, 2 Siege des GAK, 1 Unentschieden und 1 Sturmsieg. Das war's von mir. Weiter geht's beim Rainer. Gratulation an den GAK. Möglicherweise war das wirklich der erste große Schritt jetzt.